Hi liebe Zuschauer von New Gadgets, ich zeige euch heute das Rockert Sova. Und zwar ist das hier die MK-Variante mit mechanischen Schaltern. Das sind braune Switches von TTC. Die sind vom Kraftverlauf und Co. her ganz ähnlich wie die Cherry MX Browns. Die Schalter kennt ihr auch schon aus der Suora, die Johannes und ich euch schon während der Computex gezeigt haben, falls ihr euch erinnern könnt. Das Anschlagverhalten von der Suora und dem Sova MK ist also genau identisch. Ansonsten tolle Sache, um endlich auf der Couch zocken zu können, wie ihr hier im Video auch schon seht und später noch ein bisschen mehr im Bild sehen werdet. Essentiell für die Bequemlichkeit ist diese Handballenablage, die wir hier unten hingebaut haben. Das bedeutet nämlich, dass ihr schön eure Hand hier gechillt ablegen könnt. Ihr braucht keine Unterstützung unterm Ellbogen, um bequem sitzen zu können und wirklich längerfristig auch zocken zu können. Da haben wir lange dran rumprobiert an der Ergonomie. Wir haben den ersten Prototypen ja schon 2014 auf der CES vorgestellt. Und das hat einen Grund, warum wir jetzt erst zur Gamescom das Produkt tatsächlich in den Handel gebracht haben, weil wir eben lange an den Feinheiten gefeilt haben, dass das wirklich ein rundes Produkt ist. Auch die Größe von dem Mauspad hier drüben zum Beispiel, die ist nicht random. Das ist alles über zig Prototypen ermittelt worden, was ist die angenehmste Größe für die meisten Leute. Dann haben wir noch andere clevere Features wie den Kabelkanal hier hinten. Da könnt ihr euer Mauskabel verstauen. Das ist ja im Schnitt ungefähr 2 Meter lang. Und damit das nicht dämlich irgendwo rumhängt im Wohnzimmer, kann man das eben hier reinpacken. Nächste coole Sache ist das Maus-Bungee hier. Da könnt ihr euer Mauskabel dann nach oben führen, auf die Oberseite. Das sorgt zum einen dafür, dass eure Maus nicht komplett hier hinten vom Sofa runterrutschen kann. Und sorgt zum anderen natürlich dafür, dass das Mauskabel hier nicht nervig irgendwie an der Rückseite vom Sofa entlang kratzt und ihr immer eben die optimale Bewegungsfreiheit für eure Maus habt. Was gibt's noch zu sagen? Hier unter dem Sofa ist noch ein zweiter USB-Port zu sehen. Ihr könnt also auch easy noch USB-Headset, Flash-Drive, USB-Ventilator, kurz jegliche USB-Peripherie hier unten anschließen. Hier auch noch zu sehen ist der Trip Guard. Das ist ganz praktisch, falls ihr Hund, Katze, ungeschickte Freundin selber ungeschickt seid. Wenn ihr hier drüber stolpert, dann geht das ganz leicht raus und ihr rupft euch das Sofa nicht vom Schoß bzw. euren Rechner nicht vom Sideboard bei euch im Wohnzimmer. Das ist also eine coole Sache. Wenn man das wieder ansteckt, dann funktioniert das Sofa auch direkt wieder. Genau, das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Es gibt es in 2 Varianten, mit Membrantasten für 149 Euro und mit mechanischen Tasten wie diese Variante hier für 199 Euro. Ist seit der Gamescom im Handel. Probiert's aus, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich zocke jetzt mal eine Runde Diablo und wir sehen uns demnächst. Ciao.